Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Folge 12 unserer Cinderella Legacy. Eine ganz besondere Folge, denn im letzten Part hat die Familie Tremaine eine Einladung erhalten aus dem königlichen Schloss. Es geht um einen königlichen Ball, bei dem der Prinz eine zukünftige Frau sucht, beziehungsweise der Vater vom Prinzen sucht eine zukünftige Frau für seinen Sohn. Und dieser besagte Ball wird im heutigen Part stattfinden. Bevor wir allerdings zum Ball übergehen, müssen noch ein paar Sachen passieren. Unter anderem werden Anastasia, Drizella und auch Enola heute Geburtstag haben. Ich habe einen Tag schon mal vorgespielt, damit wir halt am heutigen Tag landen, wo die drei Geburtstag haben. Und an diesem Tag, den ich vorgespielt habe, sind zwei Sachen passiert. Zum einen ist leider unsere Kuh Bertina von uns gegangen. Also wir haben in unserem Garten jetzt nur noch Wölkchen. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns überhaupt noch mal eine neue Kuh anschaffen sollen. Denn natürlich wäre es gut, weil sie Milch gibt, was uns letztendlich weiterhilft. Aber die Familie hat auch gerade sehr knappes Geld. Und ich glaube, würde Enola Lydia fragen, ob die Familie sich nicht noch mal eine neue Kuh anschaffen sollte, wäre Lydia nicht sonderlich begeistert, denn wie gesagt, die Familie hat kein Geld. Eine Kuh ist teuer in der Anschaffung, teuer im Unterhalt und Lydia bedenkt dabei natürlich nicht, dass sie letztendlich aber auch wieder Ressourcen liefert, dass zum Beispiel Milch halt nicht mehr fürs tägliche Essen eingekauft werden muss. Aber die Geldknappheit steht da gerade an erster Stelle und wir sehen auch schon, dass Lydia gerade fleißig am Malen ist. Also ein bisschen Geld ist tatsächlich auch durch ihre Kunst schon wieder reingekommen, aber halt noch nicht sonderlich viel, was uns für eine nächste Rechnung weiterhelfen könnte. Und was tatsächlich noch passiert ist, Enolas lieber Bruno ist zu einem Senior geworden. Also allzu viel Zeit wird auch er leider nicht mehr auf dieser Welt haben. Und ich glaube, falls es dann irgendwann passieren sollte, dass Bruno nicht mehr da ist, es wird Enola einfach das Herz brechen, weil Bruno eben ihr einziger Freund hier im Hause Tremaine ist. Daran wollen wir aber jetzt gerade noch gar nicht denken. Enola muss auf jeden Fall erstmal einen Geburtstagskuchen backen. Ich sehe aber schon, wir haben nicht mehr sonderlich viele Zutaten. Heißt also, ich glaube, Enola muss erstmal eine Bestellung aufgeben, damit wir erstmal ein bisschen was wieder im Haus haben. Natürlich wäre es schöner, wenn sie zum Markt reisen könnte, um die Produkte so zu kaufen, aber sie soll ja nicht nach Hanford und Beckley fahren, weil Lydia genau weiß, dass dort ihre Familie wohnt. Enola weiß den Weg von alleine nicht und deswegen muss sie das Ganze so machen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Mehl und auch ganz viel Zucker. Ich habe jetzt auch nochmal ein bisschen Gemüse und Obst dazu eingekauft und ihr seht schon, 561 Simoleons kostet das Ganze. Heißt also, das ganze Geld, was Lydia jetzt gerade wieder mit ihrer Kunst reingebracht hat, gibt Enola jetzt im nächsten Zug direkt wieder für Lebensmittel aus. Natürlich braucht die Familie Lebensmittel, um halt irgendwie essen zu können, aber ich glaube, Lydia wird das nicht verstehen. Enola steht ja auch schon direkt in der Tür und wartet natürlich auf den jungen Mann und kann auch gleich mal die Lieferung annehmen. Und ich glaube, so lieb wie Enola ist, wird sie ihm auch noch 10 Simoleons Trinkgeld geben, obwohl... Oh mein Gott, und Lydia steht hier. Ja. Und Lydia wird es natürlich mitbekommen. Ach du heiliger Mist. Ich fürchte, dafür muss Lydia Enola auch direkt mal anbrüllen und sie fragen, Enola, wie kommst du zu dem Gedanken, unser komplettes Geld diesem ärmlichen Lebensmittellieferanten zu schenken? Aber Miss Tremaine, er hat doch einfach nur einen guten Job gemacht und dafür wollte ich ihn ein bisschen belohnen. Wer hier belohnt wird und wer nicht, das entscheide immer noch ich. Und solche erbärmlichen Menschen wie er gehören garantiert nicht dazu. Oh Mann, ey, arme Enola. Aber sie wird gleich mal die Liefertüte auspacken, denn sie braucht die Sachen ja nun mal jetzt, um den Geburtstagskuchen zuzubereiten. Und wir schauen mal, ob wir irgendetwas Besonderes machen können. Ein Erdbeerkuchen, das ist doch gut. Und was bei dieser Gelegenheit und diesem Anlass natürlich auch nicht fehlen darf, sind Luftballons. Heißt also, Enola musste auch hierfür noch einmal ein wenig Geld ausgeben. Denn die Sachen von Lydias Geburtstag haben wir alle wieder verkauft, weil das Geld halt einfach knapp wurde mit den Rechnungen. Einfach toll. Aber jetzt sieht alles wieder wunderschön aus und vielleicht können Anastasia und Drizella heute ja tatsächlich sogar eine kleine, etwas größere Geburtstagsparty haben. Denn Anastasia und Drizella haben jetzt zumindest drei Freundinnen inzwischen. Die Latisha und die Susanna haben wir ja auch schon kennengelernt, als die vier zusammen geplant haben, wie sie den Prinzen denn auf dem Abschlussball verführen wollen, was letztendlich nicht ganz so gut geklappt hat. Aber ich denke mal, die drei Mädels können wir auf jeden Fall mal zu dem Geburtstag einladen. Pedro brauchen wir natürlich nicht, das ist einfach Enola. Und den Rest können wir uns einfach nicht leisten. Großartig! Und schaut mal, da haben die beiden doch auch gleich mal ihre typischen Anastasia und Drizella Klamotten an. Und Lucifer, ich sehe das, dass du wieder auf den Tisch zur Torte springen willst. Aber das gibt's nicht. Aber alle Gäste sind natürlich gekommen. Anastasia und Drizella sehen natürlich am großartigsten aus. Gar keine Frage. Sie haben schließlich Geburtstag. Aber ich finde es schön, dass wir in diesem Fall auch endlich mal eine etwas größere Geburtstagsparty haben. Denn Lydia hat inzwischen ja, wie gesagt, keine Kontakte mehr. Sie genießt es aber natürlich dennoch, hier bei ihren Töchtern am Geburtstagstisch zu sitzen. Auch wenn sie nicht sonderlich begeistert aussieht, um ehrlich zu sein. Aber ich würde sagen, Drizella kann auch gleich mal anfangen und die Kerzen ausblasen. Schließlich ist es ihr besonderer Tag.
Nun wird sie endlich zu einer jungen Erwachsenen und ihr steht nichts mehr im Weg, den Prinzen zu heiraten. Junge Erwachsene sein, lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karrieren und weitere Horizonte warten. Wer behauptet denn, die 20er seien kein Spaß? Ich glaube, als Merkmal würde tatsächlich wartungsintensiv ganz gut passen. Also sie ist jetzt einfach hitzköpfig, selbstsüchtig und wartungsintensiv. Falls ihr da allerdings Einwände habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare, wir können alles noch ändern. Und als Bestreben von Risella hatten wir bis jetzt ja tatsächlich Seelenverwandte. Und generell passt es ja auch noch ganz gut, weil sie jetzt gerade ja noch den Gedanken hat, sie möchte nur den Prinzen. Allerdings wandelt sich dieser Gedanke bei ihr gerade, glaube ich, eher in die Richtung, dass sie den Prinzen nicht aus Liebe möchte, sondern weil er einfach viel Geld hat. Denn Drisella ist sehr, sehr ähnlich wie ihre Mutter. Deswegen würde ich sagen, dass sich allgemein ihr Bestreben auch gewandelt hat in herrlich reich. Oh wow, und damit hat Drisella auch gleich ihren Abschluss mit Auszeichnung gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Abschluss mit Auszeichnung nicht einfach nur entstanden ist, weil Drisella wirklich so schlau ist, sondern vielleicht eher, weil Lydia die Schule ein wenig bezahlt hat. Es sind neue Kerzen auf der Torte und als nächstes ist natürlich auch Anastasia an der Reihe. Und auch sie freut sich natürlich, dass sie jetzt endlich alt genug ist, um den Prinzen aus Liebe heiraten zu können. Bis jetzt hat sie das Merkmal hitzköpfig und tollpatschig. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir ihr zusätzlich das Merkmal romantisch geben möchten. Klar wird auch hier wartungsintensiv ganz gut passen, aber Anastasia ist ja tatsächlich diejenige, die wirklich an die Liebe glaubt. Klar ist bei ihr die Herangehensweise auch nicht ganz so die richtige, aber dennoch glaubt sie ja eben an die wahre Liebe, anders als ihre Zwillingsschwester. Und aus diesem Grund würde ich ihr auch weiterhin das Bestreben Seelenverwandte geben. Aber auch hier, wenn ihr Änderungsvorschläge habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Auch Anastasia hat ihren Abschluss mit Auszeichnung gemacht und hier natürlich derselbe Grund. Die Schule wurde ein wenig bezahlt. Endlich sind wir volljährig. Das bedeutet, dass wir jetzt bereit sind, den Prinzen zu heiraten. Keine Hürden oder Missverständnisse wie beim Abschlussball. Diesmal wird es klappen. Dieses Mal werden wir nichts dem Zufall überlassen. Wir werden den Prinzen beeindrucken und ihn von uns überzeugen. Das wird sicherlich großartig werden. Wir werden unser Bestes geben und um die Krone kämpfen. Wir sind alle wunderschön und haben eine einzigartige Ausstrahlung. Wir werden den Prinzen mit unserem Charme und unserer Eleganz umhauen. Richtig, meine Schwester und ich haben hart daran gearbeitet, unsere Manieren zu perfektionieren, unser Äußeres zu optimieren. Dieses Mal werden wir den Prinzen mit unserem Stil und unserer Anmut verzaubern. Und wir werden natürlich sicherstellen, dass jeder Aspekt unserer Präsentation perfekt ist. Vom Kleid bis zur Frisur, nichts wird dem Zufall überlassen. Also ich bin absolut bereit für diesen besonderen Moment. Genießen wir euren Geburtstag und lasst uns gemeinsam auf unser Glück anstoßen. Es wird absolut aufregend. Damit tanzen die Mädels nochmal ein bisschen auf den Geburtstag von Anastasia und Drisella. Und die Party ist tatsächlich auch zu Ende. Happy Birthday, schade wegen der Party, aber wenigstens hat jemand ein Buch als Geschenke dagelassen. Wow. Also die Party war jetzt nicht der Renner, aber ich glaube, den Mädels hat es trotzdem ganz gut gefallen. Letztendlich auch einfach, weil es die erste Party im Hause Tremaine war, wo auch wirklich Freundinnen eingeladen waren. Letztendlich wird aber auch Lydia nochmal auf ihre Töchter zukommen, denn sie hat ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für die beiden. Meine lieben Töchter, ich habe eine aufregende Überraschung für euch. Anlässlich eures Geburtstags und des bevorstehenden Balls habe ich gedacht, wir könnten in die Stadt fahren, um euch ein paar ganz besondere Kleider auszusuchen. Aber Mutter, ich dachte, wir sind pleite. Wie können wir uns teure Kleider überhaupt leisten? Meine süßen Mädchen, ihr seid das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Geld sollte uns nicht davon abhalten, unsere Träume zu verwirklichen. Sobald eine von euch den Prinzen geheiratet hat, wird das Ganze sowieso keine Rolle mehr spielen. Also meinst du, wir dürfen wirklich die schönsten Kleider für den Ball haben, Mutter? Ja, meine Lieben, ihr werdet die strahlendsten Schönheiten auf dem Ball sein und ich werde sicherstellen, dass ihr euch in den besten Kleidern präsentieren könnt. Das ist mein Geschenk an euch, um euch zu zeigen, wie sehr ich euch liebe und wie wichtig ihr für mich seid. Genau so sieht es nämlich aus. Jetzt gerade ist es schon sehr spät, aber morgen früh vor dem Ball werden die drei losziehen in die Stadt und noch einmal ganz besondere Abendkleider für Anastasia und Drisella besorgen. Enola verbringt den Rest des Abends nochmal mit ihrem geliebten, inzwischen schon sehr alten Bruno. Denn schließlich hatten nicht nur Anastasia und Drisella, sondern auch Enola Geburtstag. Und Bruno ist nun mal der Einzige, der diesen Geburtstag mit Enola feiern wird. Und damit ist es nämlich auch schon soweit und Enola ist eine junge Erwachsene geworden. Laut den offiziellen Regeln der Disney Legacy Challenge braucht Enola als Cinderella als drittes Merkmal noch das Merkmal Genießerin. Alle Regeln zu unserer aktuellen Generation habe ich euch übrigens auch nochmal in die Videobeschreibung geschrieben. Aber wie gesagt, das Merkmal Genießerin fehlt uns tatsächlich noch und ich finde, das macht auch absolut Sinn bei Enola. Denn letztendlich hat sie sich fast ihr Leben lang hier im Hause Tremaine nur von den Resten ernährt. Sie kriegt immer nur die kalten Reste aus dem Kühlschrank oder eben das, was die Familie Tremaine überlässt. Und das ist halt eben nicht viel und deswegen freut sie sich halt eben, wenn doch mal ein bisschen
bisschen was Vernünftiges dabei ist. Deswegen hat sie es ja auch schon öfter gemacht, dass sie sich wirklich heimlich die erste Portion des Gerichts genommen hat. Das Gericht dann natürlich so hergerichtet hat, dass es so aussieht, als würde da nichts fehlen. Und deswegen finde ich, dass es schon passt, dass Enola eine Genießerin ist, weil sie hier im Haushalt halt eben nicht so oft Essen genießen kann. Schreibt mir auch gerne nochmal eure Ideen zu dem Merkmal, aber letztendlich müssen wir es halt eben, wie gesagt, nehmen, weil es ja von der Challenge vorgeschrieben ist. Und bis jetzt hatten wir als Bestreben ja letztendlich immer Landschaftspflegerinnen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das inzwischen nicht doch in Seelenverwandte ändern sollten. Letztendlich hatten aber bis jetzt auch alle meine Disney-Prinzessinnen, ich meine, letztendlich war es nur Snow und Enola, aber trotzdem, alle meine Disney-Prinzessinnen hatten bis jetzt das Bestreben Seelenverwandte. Und ich würde auch gerne mal was anderes nehmen. Aber andererseits passt es jetzt gerade halt auch einfach unglaublich gut, weil sie sich ja gerade in Kien so ein bisschen verguckt hat, auch wenn sie ihn noch gar nicht richtig kennt. Ich nehme das jetzt erstmal, aber wie gesagt, schreibt mir da gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare, ob wir da nicht doch irgendwas anderes nehmen können. Aber im Notfall können wir es ja auch später noch ändern, sobald Enola ihren Seelenverwandten dann quasi gefunden hat. Damit ist letztendlich auf jeden Fall aber auch Enola eine junge Erwachsene. Hat ihren Geburtstag ganz alleine hier auf dem Hof mit Bruno und mit ihrem goldenen Küken und mit Wölkchen gefeiert. Bertina ist ja leider nicht mehr da. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Vögel für Enola noch ein Geburtstagslied gezwitschert haben und auch die Hasen waren dabei. Und letztendlich war es für Enola wahrscheinlich doch ein relativ schöner Geburtstag. Auch ohne Party, aber hier im Hause Tremaine wird sie halt leider nie eine Party für sich selber erleben. Oh no! Und Lucifer ist heute Nacht weggelaufen. Oh, das wird Lydia auch gar nicht gefallen. Ausgerechnet jetzt vorm Ball. Oh mein Gott! Und im gleichen Moment ist Jutta zu einem goldenen Huhn herangewachsen. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wann das endlich mal passiert. Denn Jutta ist einfach schon seit Ewigkeiten goldenes Küken. Da ist Jutta! Oh Leute, schaut sie euch an. Unser goldenes Huhn. Letztendlich ist es aber jetzt 7:30 am Morgen und Lydia wird mit ihren beiden Töchtern, wie versprochen, in die Stadt reisen, um ihnen ein ganz besonderes Ballkleid zu kaufen. Es regnet auch hier leider in Strömen, aber sie werden direkt mal hier die Treppe hoch in diesen Laden gehen. Denn dieser Laden ist ein Klamottenladen der ganz edlen Art. Hier unten sieht alles noch nach recht normaler, schicker Mode aus, aber wenn wir ein Stockwerk höher gehen, sehen wir, dass hier die ganzen Ballkleider ausgestellt werden. Da sind die drei, schauen sich die ganzen Kleider an, lassen sich ein wenig beraten und ich würde sagen, wir starten mal mit der lieben Anastasia. Und hier haben wir sie vor uns, die wunderbare Anastasia in ihrem neuen Ballkleid, womit sie schon wie eine Prinzessin höchstpersönlich aussieht. Sie hat aber nicht nur dieses neue Ballkleid bekommen, sondern selbstverständlich auch den passenden Schmuck dazu, ein paar neue Ohrringe, eine neue Halskette, alles natürlich vom Feinsten und neues Make-up hat sie natürlich auch bekommen. Ich habe ihr dennoch dieses typische Anastasia-Hütchen, was auch immer das sein mag, gelassen. Einfach, weil es typisch Anastasia ist. Aber generell muss ich sagen, dass sie wirklich, wirklich wunderschön aussieht. Ich glaube, an Drisellas Blick können wir jetzt schon ablesen, dass sie nicht sonderlich zufrieden ist, denn ihre Schwester sieht jetzt einfach so toll aus. Das muss sie zugeben, sie sieht wirklich grandios aus. Und es wird jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass auch sie ein wundervolles Ballkleid bekommt, was bestenfalls noch besser aussieht als das von Anastasia. Und damit ist auch sie selbstverständlich fertig. Wir sehen, das ist das gleiche Kleid, was Anastasia trägt, nur in grün. Aber letztendlich ist es nun mal das wunderbarste Kleid, was dieser Laden zu bieten hat. Und deswegen muss es das natürlich auch sein. Auch Drisella hat natürlich eine neue, teure Halskette bekommen, genauso wie ein perfektes Make-up. Und auch sie hat natürlich ihre wundervolle Schleife auf dem Kopf behalten, einfach weil es typisch Drisella ist. Und damit sind die beiden dann auch fertig. Eine sieht großartiger aus als die andere und beide sind bereit für den großen Ball im königlichen Schloss. Dieser Moment musste übrigens natürlich mit der Kamera festgehalten werden. Deswegen haben wir hier im Flur jetzt ein wunderbares Bild von beiden wunderbaren Töchtern während der Anprobe des ganz besonderen Kleides für den Ball. Hier in Sims ist ein solches Umstyling natürlich zwar kostenlos, aber man kann sich ja vorstellen, dass solche Ballkleider nicht gerade 0 Simoleons kosten, sondern eigentlich natürlich ein bisschen mehr. Und deswegen würde ich sagen, dass Lydia für die beiden und die Kleider wahrscheinlich ihr letztes Geld ausgegeben hat. Deswegen werden wir die Simoleons der Familie jetzt letztendlich auf Null setzen. Wir sehen Lydias angespannten Blick, denn sie hofft jetzt einfach wirklich nur noch darauf, dass alles nach Plan läuft und so letztendlich ganz schnell wieder ganz viel Geld in den Haushalt kommen wird. Allerdings wollten die drei gerade los zum Ball, als auf einmal Enola die Treppe runterkommt. Und das in einem solchen Kleid. Wo hat Enola das überhaupt her? Diejenigen, die die erste Generation meiner Disney Legacy Challenge geschaut haben, wissen wahrscheinlich noch, dass Snow White, also Enolas leibliche Mutter, damals als Enola noch ein Kleinkind war,
ein Kleid für Enola genäht hat. Für irgendeinen Anlass. Falls sie selber mal einen Abschlussball hat oder irgendetwas anderes. Und dieses Kleid hat Snow für Enola in die Erinnerungskiste gepackt. Letztendlich ist das in Sims natürlich nicht ganz möglich. Deswegen hat Snow letztendlich auch so einen rosanen Pullover gestrickt. Wo wir dann aber gesagt haben, letztendlich war das natürlich ein Kleid und kein Pullover. Nur wie gesagt, in Sims ist es halt so nicht ganz umsetzbar. Aber dieses Kleid, was Snow für Enola genäht hat, ist letztendlich dieses hier. Enola hat also letztendlich einfach ihr Kopftuch abgelegt, ihre beiden Zöpfchen aufgemacht und hat somit jetzt einfach offene Haare und das Ballkleid angezogen, was ihre Mutter für sie genäht hat. Und so steht sie jetzt hier vor Anastasia, Drisella und Lydia, die, wie wir sehen, jetzt schon nicht sonderlich begeistert ist. Enola, was hast du denn bitte vor? Du bist nicht eingeladen, du hast keinen Platz auf diesem Ball. Aber ich dachte, dass jeder eingeladen ist. In der Einladung stand doch, jeder im Königreich ist eingeladen. Du musst lernen, dass du nicht zu dieser Welt gehörst, Enola. Du bist nichts weiter als ein lästiges Hindernis. Schau nur, Anastasia, das arme Ding träumt tatsächlich davon, zu einem königlichen Ball zu gehen. Und was ist das überhaupt für ein grässliches Kleid? Das ist wirklich zu köstlich. Wo hast du dieses altmodische Ding her? Hast du es aus dem Mülleimer gefischt? Das hat meine Mutter vor ihrem Tod für mich genäht. Es bedeutet mir wirklich viel. Ein nutzloses Kleid hat keinen Wert, Enola. Du musst endlich lernen, dass du keine Bedeutung hast und es auch nie haben wirst. Es ist einfach peinlich, dass du überhaupt den Gedanken hattest, dieses Kleid zu tragen. Es sieht so lächerlich an dir aus. Wisst ihr was, meine lieben Töchter? Warum helft ihr Enola nicht dabei, sich von diesem Kleid zu verabschieden? Zeigt ihr, wie wertlos es ist. Oh ja, das ist eine großartige Idee, Mutter. Lassen wir unsere Frustration an diesem erbärmlichen Stück Stoff aus. Bitte, das ist alles, was ich von meiner Mutter habe. Bitte lass mich in Ruhe. Aber wie wir sehen, lässt Drisella Enola nicht in Ruhe. Und letztendlich ist es das, was von dem Kleid übrig bleibt. Und damit ist es letztendlich auch passiert. Enola und Drisella verabscheuen sich jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das das erste Mal ist, dass Anastasia ein kleines bisschen Mitleid mit Enola hat. Klar möchte Anastasia auch bloß nicht, dass Enola mit zum Ball kommt, aber ganz ehrlich, mit dem Kleid hätte sie den Prinzen doch sowieso nicht von sich überzeugen können. Deswegen wäre es Anastasia auch eigentlich relativ egal gewesen. Und abgesehen davon hätte man Enola doch auch einfach so verbieten können, mitzukommen. Und wie gesagt, ein solches Kleid zu zerstören, was wirklich irgendwo mit Erinnerung verbunden ist, ist schon sehr grausam. Das merkt auch Anastasia jetzt. Sie lässt sich davon aber nichts anmerken und wird jetzt letztendlich gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Zwillingsschwester hier nach draußen gehen, denn die Kutsche wartet. Es geht los zum Ball und die arme Enola steht hier traurig im Flur, weint in ihrem Kleid, wovon letztendlich aber nicht mehr viel übergeblieben ist. Das Einzige, was sie wollte, war diesen geheimnisvollen Jungen wiederzusehen. Sie hatte die Hoffnung, dass er vielleicht auch auf dem Ball auftauchen würde. Und wir sehen hier schon, dass sie wirklich nur an ihn denkt. Sie möchte mit einem Schwarm plaudern, denn sie hat wirklich Gefühle für ihn inzwischen. Nach wie vor weiß sie nicht genau, was das bedeutet, aber sie denkt die ganze Zeit nur an ihn und sie würde so gerne mit ihm in die Sterne gucken. Ist das nicht süß? Aber jetzt gerade hat sie das Gefühl, dass ihr Traum niemals wahr werden würde, denn so kann sie jetzt ganz bestimmt nicht mehr zum Ball. Und selbst wenn, wie soll sie da hinkommen? Sie hat gar keine Mitfahrgelegenheit mehr. Es würde sowieso nicht funktionieren. Enola hat sich nun traurig hier nach draußen gesetzt und weint, als plötzlich eine unbekannte Frau auftaucht. Wer bist du und wo kommst du auf einmal her? Hast du etwa Angst vor mir, Enola? Keine Sorge, ich bin deine Freundin. Du kannst mich als deine gute Fee bezeichnen. Eine gute Fee? Aber wie und woher? Erinnerst du dich an deine Brieffreundin? Diejenige, die dir Mut und Hoffnung gemacht hat? Ich bin es, Enola. Die gute Fee, die dir versprochen hat, zu kommen, wenn du meine Hilfe am meisten benötigst. Du bist meine Brieffreundin? Ich kann es kaum glauben. Ich bin hier, um dir zu helfen und zu zeigen, was für eine besondere und mutige Frau du bist. Besonders jetzt, wo du trauerst. Was ist passiert, mein Kind? Meine Stiefcousinen, sie haben mein Kleid zerstört. Sie haben sich über mich lustig gemacht, um meinen Traum zum königlichen Ball zu gehen und vielleicht sogar diesen Jungen wiederzusehen vom Abschlussball zunichte gemacht. Oh, Enola, lass dich nicht entmutigen. Du bist so viel mehr als das, was Lydia, Anastasia und Drisella von dir halten. Du besitzt eine innere Schönheit und Stärke, die sie niemals verstehen werden. Lass nicht zu, dass ihre Worte und ihre Grausamkeit dich niederdrücken. Aber wie soll ich jetzt zum Ball gehen? Ich habe kein Kleid mehr und keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Vertrau mir, Enola. Ich werde dir helfen, weil du es verdienst, deinen Traum zu leben. Bibbidi, babbidi, buh. In
Ein neues Kleid? Wie hast du das gemacht? Es ist ein Geschenk von mir, Enola. Ein Zeichen meiner Wertschätzung für dich und deiner innere Schönheit. Trage es mit Stolz, denn es spiegelt deine wahre Pracht wieder. Danke, gute Fee, aber wie komme ich jetzt zum königlichen Schloss? Ich habe noch eine Überraschung für dich. Schau mal in deinen Kürbisgarten, Enola. Eine Kutsche? Das ist ja unglaublich. Sie wird dich zum königlichen Schloss bringen. Und weißt du was? Bruno wird für kurze Zeit zu einem prächtigen Pferd, um dich dorthin zu begleiten. Da wir das Pferdepack zu diesem Zeitpunkt gerade noch nicht haben, ist das jetzt halt eben Bruno. Ich versichere euch, es geht ihm gut. Auch wenn er nicht so aussieht. Bruno wird ein Pferd. Das ist ja fantastisch. Vielen Dank. Aber nun ja, spätestens wenn ich dort angekommen bin, dann werden Lydia, Anastasia und Trisella doch merken, dass ich es bin. Und es wird bestimmt wieder genau das Gleiche passieren. Vertraue dem Zauber, Enola. Solange du dieses Kleid trägst, wird dich die Tremaine-Familie nicht erkennen. Sei mutig und genieße den Ball, ohne Angst vor der Reaktion von Lydia und ihren Töchtern. Das werde ich. Vielen Dank. Ach ja, bevor ich es vergesse, hör gut zu. Der Zauber wird leider nur bis Mitternacht anhalten, also du musst unbedingt vorher zurück sein. Ich werde darauf achten. Vielen Dank für alles, was du für mich tust. Und damit ist es soweit. Enola in ihrem neuen, wundervollen Ballkleid, gezaubert von der guten Fee, steigt in die Kutsche ein, die die gute Fee ebenfalls gezaubert hat, aus Enolas Kürbisgarten, mit Bruno als prächtigem Pferd, der die Kutsche sicher zum königlichen Schloss und auch wieder zurückbringt. Oh mein Gott, Leute, das ist ja grausam. Ich wollte gerade die Einleitung machen, dass wir jetzt beim königlichen Schloss sind und wir bekommen einen Anruf. Hallo Enola, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass Lucifer Tremaine von uns gegangen ist. Es tut mir leid, dass du dein geliebtes Haustier verloren hast. Oh. Also ich meine, Enola wird nicht sonderlich traurig darüber sein, denn Lucifer war eigentlich immer gemein zu ihr. Aber Lydia... Wahrscheinlich hat sie es aber noch nicht gemerkt, denn sie ist nun mal gerade beim Ball und nicht zu Hause. Und ich wüsste auch nicht, wer hier anrufen soll, um uns zu sagen, dass das Haustier verstorben ist, denn Lucifer ist alleine zu Hause. Ich glaube kaum, dass Bruno ein Telefon bedienen kann. Und abgesehen davon ist Bruno ja auch hier, also niemand hat uns angerufen. Jedenfalls hat der königliche Ball nun begonnen. Wir sehen, dass alle Gäste auf der Tanzfläche versammelt sind. Es sind fast nur Frauen, aber was hätte man auch anderes erwartet, wenn die Frauen sich am heutigen Tage eventuell den Prinzen angeln können? Und Kians Vater sitzt hier auf dem Thron, um das Ganze aus der Ferne zu beobachten. Denn er muss natürlich schauen, wer ist überhaupt hier, wen kennt man, was für Prinzessinnen sind das und wer wäre wohl am besten geeignet für meinen Sohn. Auch Kian steht hier mitten auf der Tanzfläche und hält natürlich ebenfalls Ausschau. Ich finde es auch großartig, dass Anastasia, Drisella und Lydia allesamt bei Kian in der Nähe sind. Aber wir sehen an Kians Gesichtsausdruck, dass er nicht sonderlich zufrieden aussieht, denn bis jetzt hat er noch nicht diese eine Person gesehen, auf die er sich am meisten gefreut hat. Sein Vater wird ihn wahrscheinlich fragen, und Kian, hast du schon jemanden erspäht, der dein Herz erobern könnte? Woraufhin Kian halt eben sagen wird, dass diese Person, auf die er sich am meisten gefreut hat, leider nicht hier ist. Und die anderen sind alle so formell, so arrogant und so gar nicht das, was er möchte. Ganz bestimmt ist nicht jede Person, die hier ist, arrogant oder so, aber Kian schaut einfach nicht hinter die Leute, weil er einfach nur Enola sehen möchte. Er weiß natürlich noch nicht mal Enolas Namen und wer sie überhaupt ist, aber er wünscht sich halt einfach nur dieses Mädchen vom Abschlussball, was er dort nur kurz gesehen hat, wiederzusehen. Und dann passiert es, Kian kann seinen Augen nicht trauen, aber dort ist dieses eine Mädchen, auf das er so lange gewartet hat. Er hat sie natürlich sofort wiedererkannt. Sie sieht zwar gerade ganz anders aus als beim Abschlussball, aber an dieses Lächeln kann er sich ganz genau erinnern, denn es ist einfach unvergesslich. Kian ist direkt auf Enola zugerannt und wird sie jetzt auch direkt zur Tanzfläche begleiten. Du bist hier. Ich wusste, dass du kommen würdest. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Du erinnerst dich an mich? Natürlich erinnere ich mich an dich. Dein Lächeln, es ist unvergesslich. Und jetzt, wo wir die Zeit haben, kann ich dich auch endlich nach deinem Namen fragen. Also, wie heißt du? Mein Name ist Enola und du bist? Enola, ein wunderschöner Name. Mein Name ist Kian. Es freut mich, dich jetzt endlich richtig kennenlernen zu können. Ebenso, Kian. Aber sag mal, warum schauen uns denn alle so an? Also, hast du es noch nicht bemerkt? Bemerkt? Was meinst du? Nun, Enola, lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich bin nicht nur irgendein Gast hier. Tatsächlich bin ich der Prinz. Moment,
Der Prinz? Ja, aber lass dich davon nicht beeindrucken. Der Titel, er bedeutet mir nicht viel. Ich sehe in dir eine außergewöhnliche Person, unabhängig von meiner Position. Das ist alles so merkwürdig irgendwie. Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen, Kian. Und ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen, Enola. Du bist einzigartig und faszinierst mich. Seitdem wir uns beim Abschlussball gesehen haben, habe ich dich nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist alles irgendwie so überraschend. Das verstehe ich, aber lass uns diesen Moment einfach genießen, ohne Gedanken an Titel und Position zu verschwenden. Lass uns einfach zwei Menschen sein, die sich auf ungewöhnliche Weise begegnet sind. Das klingt schön. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben, Kian. Ich habe dich auch irgendwie vermisst. Doch während Enola und Kian gerade noch innig am Tanzen sind und die Zeit genießen, schaut Enola auf die Uhr und wir sehen hier, dass es 23:54 Uhr ist. Also nur 5 Minuten vor Mitternacht. Und deswegen wird Enola jetzt auch sagen: Oh nein, es ist Mitternacht, ich muss ganz schnell los, es tut mir leid. Und deswegen hat Enola sich jetzt ganz schnell aus seiner Umarmung gelöst und rennt ganz schnell die Treppe runter und nach draußen. Kian rennt Enola natürlich hinterher und ruft: Warte, Enola, lass mich dich wiedersehen. Aber es ist zu spät, denn Enola ist schon weg. Sie ist rasant in ihre Kutsche eingestiegen. Und noch während Enola mit der Kutsche nach Hause gefahren ist, hat sich alles zurückverwandelt. Als erstes hatte sie wieder ihr altes, leider zerrissenes Kleid an. Und sie hat es gerade noch zurück zum Hause Tremaine geschafft, als sich letztendlich die Kutsche wieder in einen Kürbis verwandelt hat und Bruno letztendlich wieder in ihren Hund Bruno. Heißt also, alles ist wieder so wie vorher. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht und Enolas Herz klopft gleichzeitig vor Aufregung und auch Traurigkeit. Sie möchte wieder zurück zu Kian. Sie möchte diese innige Umarmung zurück, diesen Tanz, diesen magischen Moment, den die beiden hatten. Aber sie musste einfach ihre Identität schützen. Sie wäre so gerne da geblieben. Aber dann hätten Anastasia, Drisella und Lydia alles mitbekommen. Sie hätten gewusst, wer Enola ist und auch Kian hätte letztendlich gesehen, wie Enola gerade wirklich aussieht. Ich glaube nicht, dass es ihn gestört hätte, aber Enola hat natürlich diese Gedanken. Enola hat jetzt gerade in diesem Moment einfach nur Hoffnung, dass sie sich irgendwann wiedersehen können, ohne dass Enola diese ganzen Ängste haben muss. Dass sie sich einfach irgendwann wieder begegnen, ohne diese ganzen Einschränkungen. Und während Enola sich gerade schnell bettfertig macht und sich hinlegt, so als wäre nichts gewesen, sind auch Lydia, Anastasia und Drisella wieder nach Hause gekommen. Und Anastasia muss nun einfach etwas loswerden. Kannst du es fassen, Drisella? Der Prinz hat die ganze Nacht nur Augen für diese Frau gehabt. Wer war sie überhaupt? Oh ja, als ob sie irgendetwas Besonderes wäre. Wahrscheinlich hat sie sich einfach nur gut geschminkt, um die Männer anzulocken. Aber wirklich schöne Gesichtszüge? Fehlanzeige. Genau, ihr Kleid war vielleicht modisch, aber im Grunde genommen ist sie einfach nur eine gewöhnliche Frau. Ich verstehe nicht, warum der Prinz so von ihr eingenommen war. Sie hat nicht diesen königlichen Glanz wie ich. Warum also schaut der Prinz sie an, als wäre sie die Königin höchstpersönlich? Anastasia, Drisella, beruhigt euch. Die Männer sind manchmal von der Abwechslung angezogen, aber das bedeutet nicht, dass diese Frau langfristig für ihn interessant ist. Bald wird der Prinz erkennen, dass sie nur ein vergänglicher Reiz war. Sie hat ihn einfach so in ihren Bann gezogen. Ich verstehe einfach nicht, was sie hat, was ich nicht habe. Ich bin doch viel bezaubernder als diese Frau. Warum sieht der Prinz das nicht? Ich meine, schaut ihr mein makelloses Gesicht an, Drisella. Meine Augen sind wie funkelnde Diamanten und meine Lippen so voll und verführerisch. Naja, also genau genommen ist deine Nase viel zu groß und deine Wangen zu rund. Ich hingegen habe ein markantes Gesicht und einen scharfen Blick, der die Männer um den Verstand bringt. Zumindest normalerweise. Du traust dich über mein Aussehen zu urteilen? Schau dich doch selbst an, Drisella. Sind dünn und strähnig. Du könntest niemals die Anmut und Eleganz haben, die ich besitze. Du magst zwar glauben, dass du die Königin der Grazie bist, Anastasia, aber ich habe eine Ausstrahlung, die jeden Raum erhellt. Meine Art zu sprechen und zu lachen zieht die Menschen an, während du nur eine leere Hülle bist. Das ist doch wohl ein Witz. Du kannst nicht mal annähernd mit meiner Eleganz mithalten. Du bist nur eine billige Kopie. Kinder, beruhigt euch bitte. Es bringt doch nichts, sich gegenseitig zu beleidigen. Es war nur eine flüchtige Begegnung und der Prinz wird seine volle Aufmerksamkeit schon bald uns widmen. Na, das wird aber auch Zeit. Ich kann es nicht ertragen, dass er uns so vernachlässigt hat. Ich hoffe, du hast recht, Mutter, und der Prinz wird bald erkennen, dass ich schöner bin und sich von ihr abwenden. Also, wie wir sehen, haben Anastasia, Drisella und Lydia alle wirklich gar keine Ahnung, wer diese Frau war. Also, der Zauber von der guten Fee hat wirklich gut geholfen und gut gehalten, vor allem. Und die drei sind jetzt natürlich absolut entsetzt. Vor allem halt eben Anastasia und Drisella, denn ihr Traum ist heute einfach geplatzt. Lydia konnte den beiden zwar ein
bisschen Mut machen, aber letztendlich weiß sie natürlich selber nicht, ob das wirklich wahr ist, was sie da gesagt hat. Ich denke mal, dass Lucifer gestorben ist, wird Lydia erst morgen bemerken. Und natürlich wird Enola die Schuld bekommen, denn Enola war ja die Einzige, die mit Lucifer alleine zu Hause war. Und deswegen muss es ja letztendlich ihre Schuld gewesen sein. Bestimmt hat sie ihn aus Versehen mit dem Staubsauger aufgesaugt oder was auch immer. Irgendetwas wird Lydia da schon einfallen, wie sie Enola beschuldigen kann. Ich hoffe letztendlich, euch hat gefallen, wie ich den Ball und all das drumherum gestaltet habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es nun mit Enola und Kian weitergehen soll. An dieser Stelle würde ich dann allerdings auch ganz kurz und knapp sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.